Wie verteilen wir große Mengen Basalt auf Ackerflächen? Methode 1, Eimer und Hand. Große Maschinen kommen nachher noch. Unser erstes Experiment war letztes Jahr. Da haben wir 1,5 Tonnen Basaltmehl mit Eimern ausgebracht. In Fürth allein waren wir zu 8 für 4 Stunden beschäftigt, um ungefähr 400 Quadratmeter Erde mit Basalt zu bestäuben. Das hat zwar Spaß gemacht, aber halt auch Rückenschmerzen. Danach hat Ralf das ganze Gesteinmehl in die Erde eingemischt. Ihr merkt wahrscheinlich schon, diese Methode ist nicht geeignet für große Mengen in der Landwirtschaft. Und gleich kommen wir zu den größeren und besseren Methoden. Aber erstmal ein bisschen Hintergrundwissen. Werfen wir Basalt auf Äcker und Wiesen, holt das CO2 aus der Atmosphäre. Als Nebeneffekte düngt es auch noch die Pflanzen und hilft, mehr Feuchtigkeit im Boden zu halten. Das alles und die Wissenschaft dahinter haben wir schon in diesen beiden Videos besprochen. Deswegen geht es heute nur um die Landwirtschaft. Also ganz praktisch, wie bringen wir das Basalt aufs Feld? Um einen wirklich substanziellen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten, müssen wir auf Tausenden von Feldern Basalt ausbringen. Das Klima-Startup, mit dem ich zusammenarbeite, die Carbon Drawdown Initiative, spricht von 20 bis 40 Tonnen Basalt pro Hektar alle paar Jahre. Um das mal so ein bisschen einordnen zu können, so groß ist der durchschnittliche Bauernhof in Deutschland. Multipliziert mit den 20 bis 40 Tonnen Basalt pro Hektar kommen wir so auf 1.000 bis 2.500 Tonnen für einen durchschnittlichen Bauernhof. Das ist eine ganze Menge. Wir haben aber auch schon gemerkt, Landwirte und Landwirtinnen wollen mithelfen. Das sagt ihr mir zumindest in den YouTube-Kommentaren und auch in persönlichen Gesprächen. Wir müssen Folgendes herausfinden. Wie verteilen wir 40 Tonnen Basalt pro Hektar so homogen, einfach und schnell wie möglich? Und das am besten mit den Maschinen, die der Landwirtschaft schon heute zur Verfügung stehen. 4 Methoden haben wir bisher in Experimenten schon selbst ausprobiert. Die 2 letzten sind meine bisherigen Favoriten. Methode 2. Der Radlader. Dirk hat 4 Tonnen Basalt auf 200 Quadratmeter Erde gegossen. Ich muss dazu sagen, normalerweise würde man nicht so viel Basalt auf so einen kleinen Fleck Erde schütten. Aber in diesem Experiment ging es speziell darum, starke Sensorwerte in der Erde zu erzeugen. Es war also nie gedacht, es genauso in der Landwirtschaft zu machen. Aber es ist halt eben auch eine Methode. Mit dem Radlader rumzuheizen und so Basalt auszubringen macht natürlich Spaß, aber ist eigentlich recht langsam. Mit den einzelnen Big Bags zu arbeiten, ist mühsam und verlangsamt den ganzen Prozess. Sobald die Big Bags nass werden, ergeben sich dann auch noch Klumpen im Basaltmehl. Es ist also mittelmäßig nervig, damit zu arbeiten. Nicht so gut geeignet für die Landwirtschaft und große Mengen. Jetzt kommen wir zu den realistischen Methoden. Methode 3, Gülle. Wir haben überlegt, welchen bestehenden Prozess aus der Landwirtschaft wir einfach mitnutzen könnten. Gülle ausbringen. Die Gülle in der Grube muss sowieso aufgerührt werden, um die Flüssigkeit unten und die Feststoffe oben miteinander zu vermischen. Wenn der Güllemixer sowieso schon im Aufrühren ist, macht es keinen großen Mehraufwand mehr, da noch 2 Tonnen Basaltmehl mit einzumischen. Wir haben es auf 300 Kubikmeter gehabt. Wir waren tatsächlich überrascht, wie einfach das Basaltmehl aus dem Big Bag fließt. Dieses Gülle-Basalt-Gemisch haben wir dann, wie sonst auch, einfach mit dem Güllefass aufs Feld ausgebracht und dort direkt in die oberste Erdschicht eingemischt. Da wir vom Aufrühren bis zum Einarbeiten alles genauso gemacht hätten, war der Zusatzaufwand für das Basalt bei etwa einer halben Stunde. Wir glauben, dass das zwar eine ganz nette Methode ist, um etwas zusätzliches Basalt auszubringen, aber um die Felder nicht mit zu viel Gülle zu überdüngen, haben wir nur etwa 0,2 Tonnen Basalt pro Hektar ausbringen können. Das reicht also nicht ansatzweise aus, um eine Klimarelevanz zu erreichen. Und das bringt uns zur bisher besten Methode, dem Kalkstreuer. Vorher möchte ich aber noch kurz erwähnen, dass wir uns damit momentan im absoluten Anfangsstadium befinden. Jetzt versuchen wir erstmal zu beweisen, dass das alles funktioniert und sowohl theoretisch als auch praktisch Sinn ergibt. In Phase 2 wissen wir dann, wie man Basalt in großen Mengen ausbringt. Es wird aber noch viel Engagement von Landwirten und Landwirtinnen nötig sein, um das Ganze dann tatsächlich auch zu machen. In der letzten Phase dann wird es vermutlich Organisationen geben, die es den Betrieben viel leichter machen werden, in was für einer Form auch immer. Methode 4, der Kalkstreuer. Per LKW wurden uns einfach 2 große Haufen grober Basalt aufs Feld geschüttet. Hier macht es dann übrigens auch nichts, wenn es mal drauf regnet. Wir haben einen ganz normalen Kalkstreuer genutzt, wie sie recht verbreitet sind. In einer halben Stunde haben wir so 0,7 Hektar mit ungefähr 30 Tonnen Basalt bestreuen können. Der eine Haufen war staubtrocken, als wir das Basalt ausgebracht haben. Das sah dann so aus. Auf den anderen Haufen hat es vorher ein bisschen geregnet. Dadurch ging es ein bisschen besser und es hat vor allem nicht so gestaubt. Was wir dabei gelernt haben, durch das Hin- und Herfahren ist das Basalt nicht so gleichmäßig verteilt worden wie bei den anderen Methoden. Das ist überhaupt nicht schlimm für die CO2-Wirkung, macht aber Messungen deutlich schwerer. Das grobe Basalt hat überraschenderweise 30-50% mehr Oberfläche als das superfeine Basaltmehl. Das liegt vor allem daran, dass es eine raue Oberfläche hat.
Du erinnerst dich vielleicht noch aus dem letzten Video, dass die Oberfläche sehr entscheidend ist für die Geschwindigkeit der Verwitterung. Der Kalkstreuer scheint also bis jetzt die beste Methode zu sein, um große Mengen Basalt auszubringen, um damit große Mengen CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Wenn ihr aber noch Ideen habt, wie man Basalt einfach schnell und gut gemischt ausbringen kann, dann lasst uns bitte in den Kommentaren darüber sprechen. Was wir als nächstes testen werden: Basalt-Pellets. Basaltfirmen haben oft super feinen Basaltstaub als Abfallprodukt in den Steinbrüchen. Als Abfallprodukt kostet es so wenig, dass es sich vielleicht lohnen könnte, daraus Pellets zu pressen. Denn die Pellets könnten dann so einfach zu verteilen sein wie der grobe Basalt, also mit dem Kalkstreuer. Ich bin gespannt. Beschleunigte Verwitterung wird ein wichtiger Baustein zur globalen CO2-Entnahme sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beschleunigte Verwitterung allein wird aber nicht ausreichen, um genug CO2 aus der Luft zu holen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dafür brauchen wir noch weitere Methoden. Klick jetzt hier auf dieses Video, um zu erfahren, welche CO2-Entnahmemethoden schon in den Startlöchern stehen. Tschüssi!